Moin Moin Leute und willkommen zu einem kleinen Video, was ich über ein Spiel machen wollte, was momentan in der Open Beta ist. Das ganze Spiel hier ist free to play, also wenn ihr das wollt, könnt ihr euch das Spiel gerne selbst einmal anschauen. Doch zuerst einmal werft vielleicht einen kleinen Blick drauf, ob ihr das überhaupt möchtet oder ob ihr überhaupt große Lust dazu habt. Zuerst einmal natürlich die Frage, was ist Sorvarium? Sorvarium, wenn es denn so ausgesprochen wird, ist ein free to play Shooter, der, ich sag mal, atmosphärisch an Stalker erinnert. Es sind auch die Stalker-Macher hinter diesem Spiel. Das heißt, es geht auch so ein bisschen in die, ich sage mal, osteuropäische Richtung vom Aufbau her und auch von der Atmosphäre halt eher ins, ja, es ist nicht postnuklear, obwohl doch, es ist postnuklear. Es gibt ja auch viel Strahlung. Also es ist ein bisschen vielleicht wie auch DayZ, nur es halt keine Zombies gibt. Es halt so eine apokalyptische Stimmung, würde ich einfach mal so sagen. Es gibt hier die Möglichkeiten, Fraktionen beizutreten. Zum Beispiel diese Fraktion hat eher mehr Nahkampfwaffen, Shotguns und eine AK-74M am Ende. Und ich bin jetzt einer Fraktion beigetreten, die hat am Ende Snipergewehre und sowas. Ich habe das Spiel noch nicht viel gespielt, deswegen kann ich euch auch noch nicht so viel dazu erzählen. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Waffen auszurüsten. Das ist halt vom Design her ist aufgebaut, wie fast jedes Free-to-Play-Spiel oder sonst auch, würde ich einfach mal so sagen. Es gibt halt die Möglichkeit, verschiedene Sachen anzuziehen. Das ist so das Standard-Outfit, was man jetzt so hat, dieser tolle Weihnachtshoodie mit dem Weihnachtsbaum im Hintergrund, liegt wahrscheinlich daran, dass wir naja, fast noch Weihnachten haben, mehr oder weniger. Nicht mehr ganz, aber naja. Es gibt die Mausen zum Beispiel, die macht relativ viel Schaden. Die hatte ich vorhin die ganze Zeit ausgerüstet. Ich würde gerne mal jetzt mit der MP spielen. Eigentlich ist es keine MP, es ist ja schon fast mehr so ein Sturmgewehr. Und dazu brauchen wir jetzt, glaube ich, auch andere Munition, und zwar die hier. Und ich hoffe, die ist jetzt mit dabei. Ich würde sagen schon. Ja, ich denke schon. Sollte funktioniert haben. Gibt denn hier verschiedene Profile? Oh, kann ich zwei Profile machen? Kann ich jetzt auch schon hier die Mouse mitnehmen? Das wäre super. Weil dann könnte mir vielleicht, kann ich vielleicht beides einmal zeigen. Ich habe vorhin halt viel mit der Mouse gespielt. Hier habe ich jetzt halt auch die Pistole. Was braucht die Pistole? Hat die Pistole eigentlich auch die Munition mit dabei dann? Hm. Hier habe ich Pistolenmunition jetzt drin. Hier habe ich noch keine Pistolenmunition drin. Kann ich die einfach so hier reinziehen? Irgendwie will er das nicht. Muss ich da vielleicht ein bisschen weniger reinpacken? Ich weiß es nicht. Hm. Nicht ganz so wichtig. Ja, wir werden jetzt einfach mal losspielen. Vorhin bin ich einfach in Deathmatch gekommen. Es gibt aber auch andere, interessantere Modi, sage ich einfach mal, wo man eine Batterie von A nach B bringen muss, was so ein bisschen eher wie Capture the Flag funktioniert, wo man halt etwas einnehmen muss, etwas zur Base bringen muss, wo man aber auch einfach zur gegnerischen Base gehen kann und das Ganze halt dementsprechend dann klauen kann. Ich finde, von der Atmosphäre und vom Design her ist das Spiel relativ nett. Alles andere hinkt leider noch relativ stark. Es sei natürlich gesagt, wie gesagt, es ist Open Beta, das heißt, es kann sich hier noch viel verändern, wollen wir es hoffen. Und wenn sich hier noch einiges verändert, vielleicht gerade was so die Animationen angeht, was so ein bisschen, ich sag mal, die Charaktere wirken nicht besonders gut designt oder menschlich oder, ja, da fehlt halt schon, man merkt halt schon, dass es nicht irgendwie wirklich viel Geld in die Entwicklung hineingeflossen ist. Die deutsche Übersetzung ist auch noch, denke ich, nicht final, sondern noch viele Sachen, die nicht unbedingt super geil geworden sind, wo ich echt sage, das könnte man vielleicht besser machen. Laden der Schutzeinrichtung. Schule. Okay, die Map habe ich noch nicht gespielt, aber ihr seht schon, das ist alles so kaputt. Alles halt, wie gesagt, zerstört. Alles eher so nach einer Katastrophe aufgebaut. Und ich muss gleich noch mal kurz in meine Mikrofon-Settings gucken. Ich glaube, kann nämlich sein, dass mein Mikrofon ein bisschen falsch eingestellt ist. Oh Gott. Das Spiel verdeckt, denke ich, meinen kompletten Bildschirm. Ich komme gar nicht auf meinen Desktop. Doch, ich komme auf meinen Desktop. Nein, dann klicke ich instant ins Spiel rein. Das ist dämlich. Warte, müssen wir kurz einmal so machen. Grafik, Vollbildmodus, anwenden. Ich will den Vollbildmodus doch gar nicht. So, jetzt habe ich es kleiner. Jetzt kann ich auch einmal kurz meine Mikrofon-Settings checken. Die sind nämlich, ja, das ist auf 100%. Wenn es jetzt etwas übersteuert war, gerade am Anfang, tut es mir leid. Jetzt sollte es auf jeden Fall ein wenig besser sein. Ja, ansonsten ist das Spiel ziemlich auf maximale Grafik gestellt bei mir. Ich werde jetzt auch mal wieder 1080p einstellen, Vollbildmodus. So. Und dann spielen wir auch gleich schon los. Wie gesagt, es sieht relativ hübsch aus, finde ich. Es hat halt ein relativ nettes Design. Und das ist halt der Grund, warum ich das Spiel auch so zumindest
anfangsweise auch faszinierend fand, also mehr oder weniger faszinierend, zumindest so faszinierend, dass ich es mir halt runtergeladen habe. Ist nicht besonders groß. Es wird, denke ich, glaube ich, auch noch einen gewissen PvE-Teil geben, aber nicht so stark, dass ich jetzt sagen würde, es ist für Single. Es wird also kein Singleplayer-Spiel. Es ist schon Multiplayer fast only. Ich weiß nicht, ob man sich auch hinlegen konnte. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Man kann sich auf jeden Fall hinducken. Es ist auch eher nicht so, also es ist nicht fast-paced, was ich damit sagen will. Es ist kein schnelles Gameplay. Und das ist auch wieder dieses Spiel mit diesen Batterien. Oben seht ihr auch schon die Anzeige. Ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Hier müsste auf jeden Fall jetzt das gegnerischere Lager sein, wo man theoretisch sich auch Batterien klauen kann, was wir vielleicht mal ausprobieren könnten. Au, wenn da nicht jetzt, glaube ich, jemand hinter der Ecke gewartet hat, bis ich da einfach rausmarschiert bin. Verdammt. Ansonsten liegen diese Batterien, glaube ich, auch irgendwo auf der Karte herum. Da muss ich mal oben auf die Minimap achten, weil ich glaube, es gibt keine große Karte, die ich aufmachen könnte. Zumindest war es letztes Mal auf der anderen Karte so, dass halt diese Batterien irgendwo. Oh, da habe ich nicht reagiert. Ungefähr in Mitte der Karte irgendwo auch herumgelegen haben. Und man dann halt dementsprechend auch die einsammeln konnte. Oh Gott, ganz auf der anderen Seite, oder? Auf jeden Fall eine große, große Schule hier. Wie gesagt, so vom Design her gefällt es mir relativ gut. Weiß ich, ich sehe. Da, guck mal, er hat jetzt zum Beispiel so eine Batterie aufgenommen. Okay, die müssen wir jetzt vielleicht so ein bisschen beschützen. Das müssen wir machen. Ich finde auch das UI-Design, also mit diesen Dreiecken und so. Ich denke, das wird noch nicht final sein. Gerade sowas ist noch. Kann man noch sehr gut überarbeiten. Okay, ich denke mal. Wow, mein Freund, du hast echt ganz schön daneben geschossen. Ich stand da am Fenster und hab geguckt, wie er unsere Batterie abgibt. Aber hey. Ah, oh Gott, wo ist er hin? Ja, wir werden jetzt vielleicht auch mal gucken, ob wir vorne irgendwo vielleicht noch so eine Batterie uns stibitzen können. Man kann sie halt, wie gesagt, auch. Das sind halt so Anomalien, die gab es ja schon in Stalker. Ich weiß nicht, ob man jetzt dran verreckt. Ah, man darf auf jeden Fall nicht zu nah rangehen, man kriegt dann Damage. Ich habe auch irgendwie eine Mission bekommen von wegen ein Artefakt finden. Ich weiß nicht genau, wie man Artefakte findet. Zumindest nicht in diesem Spiel. In Stalker wusste ich es noch. Boah. Aua. Jetzt sind wir relativ angeschlagen. Man regeneriert schon, aber ich glaube nicht alles wieder voll. Oh Gott, hier sind eine Menge. Komm, 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 komm! Ey, wenn das kein Nahkampf war! Die ersten Schläge, da ich schon treffen muss. Ah, naja, nicht ganz so mit der Hit Detection. Dahinter hockt einer. Wäre cool, wenn man jetzt so eine Granate hätte. Vielleicht kann man die später auch noch freispielen. Vielleicht kann man den jetzt auch einfach umlaufen. Wenn er nicht eh schon geholt. Ne, wurde schon geholt von anderen. Es gibt leider keine Supports oder so. Total. Helft mir doch mal! Fuck, Mann! Einen hab ich geholt! Aber den Rest hat mich zerstört. Wir können ja einmal kurz die Mosin auspacken. Die ist auch ganz nett. Erinnert mich halt sehr an DayZ oder so. Das Problem an der Mosin halt, ja, ist halt auf Entfernung ganz nett. Aber im Nahkampf bist du halt ziemlich im Arsch, weil du schießt einmal und das war's. Und du schießt. Du tust die Leute halt auch nicht one-shotten damit. Außer die sind schon so ein bisschen angeschlagen. Dann geht's. Aber ich finde die MP. Also zumindest das Gewehr, was man hier haben, die Sturmgewehr deutlich stärker. Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal gespielt und damit geht deutlich mehr. Guck, siehst du, jetzt habe ich da halt einen dicken Schuss mit der Maus in den reingesetzt, aber interessiert ihn halt auch nicht wirklich. Und wenn der jetzt in den Nahkampf kommt zu mir, dann kann er mich hier überhaupt sehen, gescheit, oder? Was ging daneben? Ach, komm mal. Habe ich hier die Pistole? Ja. Nein, er wartet um die Ecke. Ich meine, gut, das hätte ich mir denken können, weil er hat mich halt schon gesehen. Ich dachte, er hätte sich weiter zurückgezogen. Hat er aber leider nicht. Verdammt. Wir müssen noch mal gucken. Ich würde gerne so eine Batterie gerne mal von den Gegnern klauen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie in die Nähe der Gegnerbase komme, dann ist das schon ziemlich Rambazamba und ich sterbe relativ schnell. Wir müssen dann einfach mal ein bisschen schneller hin lang düsen. Wie gesagt, von der Idee her finde ich das Spiel gar nicht so schlecht, weil ich halt einfach
apokalyptische Settings mag. Boah, ich habe dem voll ins Gesicht gegeben, aber er konnte mich auch noch töten. Battlefield-Prinzip. Er hat mir aber auch ins Gesicht geschossen, ey. Der Battlefield-Lag schlägt auch hier zu. Traurig aber. Es fehlt auch so ein bisschen. Ich finde, so ein bisschen Atmosphäre-Sound fehlt, so dass irgendwie so, weiß nicht. Naja, so ein bisschen der Wind haucht oder so. Irgendwie halt ein bisschen atmosphärischer Sound noch herrscht. Weil das würde dem Spiel, glaube ich, noch sehr gut tun. Und gerade was halt so. Moment. Man könnte noch so ein bisschen, finde ich, an den Animationen definitiv auch arbeiten. Oh Gott, das ging daneben. Das hat getroffen. Wollte ich auch sagen, das war der zweite Hit. Der müsste jetzt umkippen. Oh Gott. Ich habe viel zu doof Führer abgedrückt. Danke. Irgendjemand hat mein Leben gerettet, ey. Bin es noch nicht gewohnt, dass der irgendwie noch so eine, naja, knappe halbe Sekunde braucht, bis der überhaupt in Kim und Korn drin ist, bis man dann überhaupt abfeuern kann. Das ging daneben. Ah, habe ich zu früh abgedrückt. Ist über die Entfernung aber auch gar nicht so einfach. Aber ihr seht schon, mit dem Mosin, wäre halt cool, wenn man dann halt so ein nettes PU-Scope oder so sich da dran schrauben kann. Kann man dann vielleicht auch freispielen. Dann fände ich die Mosin, denke ich, gar nicht so schlecht. Und man dann schon angenehm auf Entfernung mit dem Ding spielen kann. Aber so, man hat kein Zoom. Und ohne Zoom ist es gar nicht so einfach, die Gegner auf über die Entfernung auch zu treffen. Und dann möglichst noch so zu treffen, dass sie auch umkippen. Irgendwo links an dem Haus stand doch gerade einer, oder? Da habe ich reingeschossen in einen. Wäre halt aber auch ein bisschen overpowered, wenn die one-shotten würde, halt jedes Mal. Das kannst du halt auch nicht machen. Die spawnen halt auch jetzt hier hinten. Ich weiß auch nicht genau, wie wir an die Base rankommen sollen. Ich weiß aber auch nicht, wo diese Batterien spawnen, die man mitnehmen muss. Woher hat man die auf der Map gesehen? Aber jetzt bin ich irgendwie zu blind, die zu sehen. Vielleicht spawnen die alle auch immer einfach nur in der Mitte da. Könnte das vielleicht sein? Weil die haben auf jeden Fall jetzt eine mehr. Müssen denen eventuell sonst nochmal eine stibitzen. Oh, das ging daneben. Man sollte vielleicht anzumerken, das Spiel läuft super flüssig, ohne Probleme. Also, das ist für ein Beta-Spiel ja nicht unbedingt jedes Mal so. Au, 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 au. Okay, komm, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt soll ich auch eine MP und die wieder ummähen. Das ist, glaube ich, effektiver, echt. Macht halt auch nicht unbedingt wenig Damage und ich weiß noch nicht, wie die auf Entfernung ist. Ich habe noch nicht versucht, auf Entfernung wirklich Gegner zu treffen, aber könnten wir natürlich gleich dann auch mal probieren. Man kann auch noch skillen, dass man halt schneller nachlädt oder länger sprinten kann. Also ein ganzes Zeug. Ein bisschen aus, bisschen mit Skillpunkten. Ich habe zum Beispiel geskillt, dass ich halt schneller zielen kann. Fand ich jetzt fürs Erste relativ wichtig. Zumindest, ich kann halt nicht groß viel anderes skillen am Anfang. Ah! Fuck, ey, ich bin so aufs Geländer raufgelaufen. Richtig dämlich. Das finde ich auch noch so ein nerviger Punkt. Teilweise läufst du nämlich einfach über die Geländer drüber und kannst auch gerne mal einfach so vom Dach fallen. Ist mir vorhin fast passiert, als ich das kurz im Stream angezockt habe. Oh Gott. Okay, alles cool. Ich frage mich, was das für Geräte sind, die sie hier aufs Auto geschnallt haben. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Da war einer. Okay, der verzieht sich. Mal durchladen. Ah, shit. Ich habe das Gefühl, die schießen irgendwie schneller. Aber vielleicht, die kann schon, könnte sein, dass sie das geskillt haben. Zumindest die Typen mit der Lederjacke, weil die müssen das ja eigentlich schon ein bisschen gespielt haben. Also, kann man irgendwie den Rang oder so? Nein, kann man nicht sehen.
Was für einen Rang sieht man hier, glaube ich, nicht. Sieht man, glaube ich, wenn man im Spiel fertig ist, dann gibt es auch so ein. Das Ding ist auch nicht irgendwie so hundertprozentig vollautomatisch. Ich muss irgendwie mehrmals klicken. Stimmt, die Dinger hängen. Die Dinger bekommen Nachladehemmung und dann musst du wieder klicken. Also wenn du gedrückt hältst, zieht das Ding nicht voll durch. Das liegt aber auch daran, dass das Gewehr halt einfach gebraucht ist oder alt ist. Ich glaube, das ändert sich dann halt auch einfach, wenn du eine bessere Version davon bekommst oder irgendwie sowas. Daran liegt so. Guck mal, ey, mein Ding ist auch voll verbogen oben rechts. Und nur so eine alte, gammlige Knarre. Man kann die auch runter. Okay. Au. Okay, der hat sich verzogen. Was sind das denn für Dinge? Sieht hier richtig abgespaced aus. Ich weiß immer noch nicht, die gewinnen auch. Ich. Ah, der hat mich gesehen. Weg, 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 weg. Na, weg, weg, weg. Oh, dann one-shottet der mich. Weil ich schon angeschlagen war. Fuck, ich hätte mich weiter zurückziehen müssen. Müssen wir vielleicht jetzt nochmal näher ran können. Wir müssen denen jetzt irgendwie so ein Ding klauen, ansonsten ist das jetzt eh schon gelaufen. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil die spawnen halt direkt vor dem Scheißding. Entweder müsste man alle wegfarmen oder einfach so, ja, amokmäßig da durchrennen. Wo war er? Da. Na, der muss schön angeschlagen sein. Lol. Und der gibt mir einen One-Shot. Ich war doch nicht mal angeschlagen oder was. Aber er hat mir einfach in die Brust geschossen. Das hat ihm schon gereicht. Okay, in 2 Minuten ist das Ding nämlich schon gelaufen. Ich glaube, das verlieren wir. Schade, schade, schade. Aber ich weiß nicht, ich habe auch, ich sag mal, objekte technisch dem Team nicht so viel gebracht. Es gab auch so ein leichtes, kurzes Tutorial, wo aber leider auch nicht erklärt wurde, wie das mit den Batterien funktioniert. Wenn wir das alles so ein bisschen selbst zusammenreimen müssen. Oh, guck mal, er hat jetzt sogar eine geklaut. Zieh doch durch, dummes Gewehr. Zieh doch durch. Wollen wir versuchen, das Ding zu klauen? Nimm, nimm, nimm. Wie nimmt man's? E heben. E! Oh Gott. Oh Gott, sind wir langsam. Zieh! 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 Go, go, go! Wenn wir das bringen, steht's immerhin 3-4. Oh Gott, wir sind so mega langsam mit dem Ding. Also das kriege ich auf jeden Fall noch abgeliefert. Sind so irgendwelche Platinen drin? Sieht nicht unbedingt aus wie eine Batterie, finde ich. Oh Gott, hau rein, hau rein, hau rein. Das schaffen wir aber noch. 55, wenn mich jetzt keiner abknallt, alles cool. Beschützt mich! Oh, dann steht das gleich 4-4, wenn ich das Ding hier abliefer, oder? Oh, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich muss da unten hin. Hier muss ich hin. Und das irgendwo hier absetzen. 4-4, Mann! Wir haben wenigstens noch ausgeglichen mit dem Ding. Nice! Oder was? Turnhalle, sehr zerstört von diesem blauen Gedöns, was auch immer das darstellen soll. Und da ist das Ding auch schon gelaufen. Ein bisschen was angeschossen. Ja, und das war die erste Runde Sor. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich glaube, es heißt Sorvarium. Weiß halt nicht, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Jetzt bekommt man halt hier so bester Spieler, bester Schütze. Bester Partner, wer auch immer. 14-10 haben wir gespielt. Und dann kriegt man halt so ein bisschen EP und so ein bisschen Geld, was man halt dann auch wieder theoretischen Zeug verballern kann. Einen Skillpunkt habe ich zum Beispiel jetzt nicht, den ich benutzen könnte. Aber wir könnten vielleicht nochmal gucken, ob ich hier irgendwas kaufen kann oder so. Es gibt, wie gesagt, hier auch
Das sind Snipergewehre, ja, aber gibt es dann auch ein Visier dafür oder so? Patronen, Spezial, Verbesserungen? Hm. Alles. Okay. Habe ich das jetzt bekommen? Stimmt, das ist mein Inventar. Lol, ich habe eine Shotgun bekommen, die vom Zustand, glaube ich, aber ziemlich beschissen ist. Ah, guck mal, hier kann man Modifikation klicken. Okay, damit kann man den Rückstoß verringern, aber damit kann man jetzt nicht. Ah, guck mal, hier kann man sie auch dann reparieren. Verbesserungen? Mhm. Okay, aber es gibt auch noch Waffen zu kaufen. Im Laden. Ah, okay, hier Laden. Und hier könnte man jetzt mal. Wo sind denn die Waffen? Das sind nur die Patronen. Ausrüstung, Waffe. Oh, das sieht ja sexy aus. Kostet 63.000. Wir haben 3.000. Was können wir für 3.000 kaufen? Okay, das ist gelockt. Das ist auch gelockt. Dazu muss man eh noch. Da muss man der Spurenleser werden. Das sind halt diese Fraktionen, die man beitreten muss, damit man sich die überhaupt kaufen kann. Das heißt, wir können uns hier gar nichts groß kaufen. Es gibt halt noch andere Waffen, die man sich dann dementsprechend hier jetzt besorgen könnte. Waffen. Alles. Dann auch Tarnung und irgendwelche Sachen, die man sich halt sonst irgendwo draufdingen kann. Wie halt in jedem fast anderen Free-to-Play-Spiel dann dementsprechend halt auch. An Sturmgewehren gibt es hier nur. Das ist auch wieder gelockt, dass man sich nicht kaufen kann. Kämpfer müsste man hierfür sein. Okay, naja, das ist auf jeden Fall der erste kurze Einblick in dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite Runde machen würde. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Könnt ihr euch natürlich auch einfach gerne mal selbst anschauen. Ich finde es nicht besonders gut. Sage ich gleich, aber ich finde, man kann es mal kurz eine Runde zocken. Es ist nicht katastrophal. Und wenn man halt, ich sag mal, die Atmosphäre mag, kann man sich das mal kurz geben. Ich bin mal gespannt, wie das so wird, wenn es wirklich komplett fertig ist. Denn, wie gesagt, ist das hier noch Open Beta. Da wird sich, denke ich, und hoffentlich auch noch einiges verbessern und verändern. Ja. Bis dann, Leute. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.